Guten Morgen. Ich dachte, ich habe mein Gesicht soweit eigentlich vorbereitet, dass wir gleich starten können, ein paar neue Sachen auszutesten und auch, ja, diese Palette. Ich muss mich jetzt eh eigentlich für den Tag mal richten und dachte, wieso nicht? Ich benutze alle meine benutzten Sachen, schreibe ich euch tatsächlich in die Infobox. Man meine es kaum, es ist der Tag gekommen, dass ich meine Infobox pflege. Ich mache mir gerade so Körbchen und schreibe euch alles auf. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Wenn doch, tut es mir leid. Eyeprimer ist drauf. Ich benutze ein helles, mattes, weißes Puder, um einfach eine Grundlage zu schaffen. Aber nur unter der Augenbraue. Und mein Gesicht muss ich auch noch setten. Fällt mir gerade ein. Ich vergessen. Ich benutze das MAC-Puder. Ich habe ein neues Lattenrost. Ich habe heute wie ein Tigerbaby geschlafen. Wie eine schnurrende Katze, sag ich euch. Boah, war das angenehm. Echt angenehm. Dieses Puder ist nicht so der Knaller schlechthin. Ich benutze die NYX-Palette noch. Auch da, ich mache jetzt mal kurz ein bisschen fertig. So, ein bisschen Kontur. Ich finde, das lässt einen doch nicht so leblos erscheinen. Ich liebe diesen Pinsel dafür. Also für so Rouge oder Bronzer. Der verteilt das und der verblendet das super. Also man kann es so richtig schön einarbeiten. Der ist übrigens von BH Cosmetics. Genau. Okay, das war's schon mit dieser Palette. Mehr möchte ich eigentlich da nicht machen. Diese Haare. Mehr möchte ich da nicht machen. Scheiße. Creased schon. Also weißes Puder haben wir benutzt. Gesicht ist auch gesettet. Dann kommen wir zu dieser wunderbaren Palette hier. Ich habe zwei neue Pinsel von Morphe bestellt. Und das habt ihr sicherlich schon in meinem Haul gesehen. Wenn der online ist, verlinke ich euch den, wenn ich es nicht vergesse. Das ist einmal die 506. Die kommt sehr spitz. Und irgendwann im Laufe des Prozesses, irgendwann im Leben, sieht es dann so aus. Also Steckdose, nicht Steckdose. Wir werden auch nicht Steckdose unten am Wimpernkranz ausprobieren. Und das ist ein ganz, ganz feiner Verblendungspinsel für Detailarbeit. Den werden wir auch nutzen, wenn wir den brauchen. So, saubere Pinsel am Start. Oh mein Gott. Bitte nicht krank werden, das kann ich gar nicht gebrauchen. Diesen Ton hier benutze ich mit einem ganz, ganz fluffigen veganen Beach Cosmetics Pinsel. Ich glaube, ja, die V5. Die V5 mag ich sehr, sehr gerne aus den veganen Pinselreihe von BH Cosmetics. Der verteilt halt einfach das Produkt erstmal so großzügig. Der ist auch sehr, sehr fluffig gebunden. Also man kann ihn wirklich knicken. Da passiert nichts. Solltet ihr natürlich nicht bei den echten Haaren machen, bei den veganen. Die halten schon einiges aus. Ich glaube, die sind auch langlebiger. Ja, ich habe heute so ein komisches nudefarbenes Oberteil. Ich bin noch nicht so. Ich weiß es noch nicht, ob ich das mag oder nicht. Muss ich ehrlich sagen, weil so Nude-Farbe kann oftmals komisch aussehen, wenn man nicht so die die Hautfarbe hat. Und das kann von Weitem auch nackt aussehen. Aber ich bin seltenst draußen nackt. Davon mal ganz abgesehen. Dann, um ein bisschen dunkler zu gehen. Ich glaube, ich möchte so in der Nude-Richtung bleiben. Ich benutze auch heute dieses gepresste Pigment dazu.
gehe ich so ein bisschen in dieses Rot, da war ich noch gar nicht drin. In das da. Das ist übrigens OPV-Palette. Nicht Oshun, sondern Jimoja. Jimoja? Jimoja? Keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall gekauft, weil JJ damit mal einen Look kreiert hat. Fand ich richtig schön. Hat mich einfach angesprochen. Grün, Gold und sowas sind ja auch meine Töne. An Blau habe ich mich jetzt auch angemacht. Ich bin ja super gespannt, wie die James Charles Palette ist. Ein bisschen, ja, nude werden. Meine Augenlider sind heute ein bisschen heavy metal unterwegs. Okay, dann gehen wir mit diesen kleinen. Das ist übrigens die M514. Ganz, ganz kleiner, flach. Vielleicht ist er auch rund. Ich glaube, der ist sogar rund. Aber der sieht gerade flach aus, weil er aus der Verpackung kommt. Man sollte auch die Pinsel erst reinigen und dann benutzen. Aber ich habe heute keine Zeit oder gestern Abend keine Zeit gehabt. Und die werden sicherlich noch nicht ganz trocken. Und gehe hier in dieses dunkle Braun. Mit dem nicht. Ich gehe mit diesem Pinsel hier in das Rot erstmal rein und blende mir das. Der ist so präzise. Ich hoffe, ihr seht das. Kann mich hier ja eigentlich. Ja, ich wollte eigentlich ins Rot. Hier so. Wirklich so für Datei, aber wenn man ihn wäscht, muss man ihn in Klopapier wickeln, damit er seine Form behält. Sonst wird das nichts. Klar, am unteren Wimpernkranz arbeite ich jetzt um. Das ist der W7. Den benutze ich sehr, sehr gerne für so gepresste Pigmente oder Schimmerlidschatten. Ich finde den optimal. Der hat so eine Zungenform und ist synthetisch und der nimmt dann irgendwie besser die Produkte auf, meiner Meinung nach. Ja, genau. Und ich gehe da in das Produkt rein. Sturz, wo war das? In das Pigment. Und das ist wirklich so ein bisschen bröckelig. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, man würde tatsächlich eine Base unten drunter auftragen. Aber wir schauen, was es kann ohne. Okay, Solstice Liner da, den ich als benutze. Der wirkt nach ein paar Stunden, ist er so zusammengezogen. Das gefällt mir dann nicht so. Ich weiß nicht, ob er vielleicht so alt ist und es deswegen so ist. Ich habe es jetzt auch mit MAC Fix Plus angesprüht, weil da ja so viel Glycerin drin ist. Da weiß ich jetzt nicht, ob da Glycerin drin ist, aber sicherlich. Wirklich schöner Nude-Ton. Unten am Wimpernkranz gehe ich mit so einem kleinen Pinsel nochmal lang und tue mir einfach meine Linie super gerne hier so verdichten. So, mein Sohn hat an meinem Licht darum gefummelt. Ja, der Look sieht eigentlich ganz rostig, ganz ausgeraucht, finde ich aus und sehr dominant. Deswegen werde ich wahrscheinlich meine Lippen zurückhaltend, aber ich habe einen super schönen. Ich gucke jetzt mal, was ich einfach für die Lippen habe. Diese Palette kommt auch in das Körbchen, was ich benutzt habe. Die Foundation. Natürlich mein heißgeliebtes Blush. Ich hatte hier gerade so ein bisschen Fallout. Das kann ich mit diesem Blush-Pinsel eigentlich auch super wegmachen, wenn das in der Region ist. Wir wollen ein bisschen highlighten. Da benutze ich den Benefit. Oh, wenn ich so viele Produkte benutze, muss ich ja so viele in die Infobox schreiben. So, ich mache mein Gesicht fertig, trage mir den Liquid Lipstick von Tarte auf, Lip Paint in der Farbnuance, keine Ahnung, und ja, dann sehen wir uns gleich. So, ihr wieder. Lieben, mein Look wäre fertig, schaut mal. Ich finde, das sieht Mama.
echt schön aus mit dem Oberteil dann. Das tun wir euch mal kurz raus. Ich finde, es macht schon was her, so in Nude-Tönen gehalten zu sein und ein bisschen stärkeres Augen-Make-up, dafür die Lippen zurückhaltend. Ich benutze mein Glow-Setting-Powder und trage mir den aber als Highlighter auf. Da gibt es so einen schönen, leichten Glow-Finish, muss gar nicht so arg sein. Heute muss ich nicht unbedingt meine Wangen zu stark betonen, weil ich finde, der Fokus liegt auf den Augen und auch auf den Lippen. Denn Nude ist manchmal echt schwierig, gerade wenn man auch etwas nicht ausgeblichen, also normale Zähne hat, wirkt das manchmal so gelblich. Ja, meine Eckzähne. So, ich hoffe, der Look hat euch gefallen. Alle Produkte findet ihr, wie gesagt, in der Infobox. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!